ein paar einfache Rechenübungen für die Matrizen. Sie rechnen mal ein paar Produkte aus. Die Matrix 3 minus 2, 5, 1 mal den Spaltenvektor 3, 4. Ganz brutal ausgerechnet. Die Matrix 3 minus 2, 1, 5, 1, 2. Vielleicht etwas klarer. 5, 1, 2, so, mal den Spaltenvektor 3, 4, was kommt da raus? Und dann hätte ich jetzt den Zeilenvektor 3, 4 mal die Matrix 3, minus 2, 5, 1. Und da gucken wir gleich mal weiter. Ein paar einfache Aufgaben. Matrix mal Vektor, Vektor mal Matrix, was kommt raus? Einmal gerade was zur Größe des Ergebnisses. Wenn Sie eine Matrix haben, was mache ich? Sagen wir, das ist eine Matrix, die hat 5 Zeilen und 6 Spalten. So was, 5 Zeilen und 6 Spalten, also eine 5-Kreuz-6-Matrix. Und die multiplizieren Sie mit irgendwas anderem, einem Vektor oder einer anderen Matrix. Was wissen Sie über das andere Gebilde hier von den Abmessungen her? Über den zweiten Faktor hier. Ja, der zweite muss auf jeden Fall 6 Zeilen haben, sonst wird es nicht gehen. 6 Zeilen mal irgendwas, ich schreibe mal irgendwas hin. Also der hier braucht 6 Zeilen mal so und so viel Spalten, sagen wir 3 Spalten irgendwas. Also der ist jetzt 6 in der Höhe und 3 in der Breite sozusagen. 6 Zeilen hoch, 3 Spalten breit. Und dann kommt irgendwas raus, auch wieder etwas, das eine Matrix wird oder ein Vektor wird. Wie hoch und wie breit ist das, was rauskommt? 5 mal 3. Ist im Endeffekt so, als ob Sie hier diese 6 mal 6 loswerden und es bleibt 5 mal 3. Was rauskommt, wird 5 Zeilen haben und 3 Spalten haben. Das sollten Sie vielleicht sicherheitshalber sich zu Beginn überlegen, damit Sie wissen, von welchem Format das Ergebnis ist. Und der Rest ist dann ja, fühlt sich ja zumindest so an wie Skalarprodukt. Ich bilde elementweise Produkte, addiere, Sie nehmen links die Zeilen und rechts immer die Spalten. Hier wissen Sie, was für ein Format rauskommt, wie viele Kästen Sie hinmalen müssen sozusagen auf der Ergebnisseite. Und dann rechnen Sie immer Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte. Das ist das einzige Rezept. Führen Sie das Rezept mal aus. So, jetzt haben alle dann auch gemerkt, die zweite geht nicht. Also da schreiben Sie nicht hin gleich leere Menge oder gleich irgendwas, sondern das zweite geht schlicht und ergreifend nicht. Ich bilde ja Zeile mal Spalte. 3 mal 3 minus 2 mal 4 plus 1 mal... Das geht schlicht und ergreifend nicht, das zweite. Die linke Matrix hat 3 Spalten, die rechte Matrix, wenn Sie so wollen, mit einer Spalte, ein Spaltenvektor, hat 2 Zeilen. Das passt nicht zusammen. Den zweiten können wir nicht machen. So, aber die anderen können wir machen. Und das eben nach dem Schema von dem linken Faktor die Zeilen nehmen, von dem rechten Faktor die Spalten nehmen. Jetzt wissen Sie, hier, was da rauskommt, hat 2 Zeilen und eine Spalte. Hier steht, das schreibe ich vielleicht nochmal dran, hier habe ich eine 2x2-Matrix, da habe ich einen Spaltenvektor mit 2 Einträgen, also 2 Zeilen, eine Spalte. Was zum Schluss rauskommt, ist eine Matrix, wenn Sie so wollen, mit 2 Zeilen und einer Spalte, eine Spalte, ein Spaltenvektor. Ein Spaltenvektor mit 2 Einträgen. Das kann ich insofern also schon mal als Schema hinschreiben, das muss rauskommen. Eine Matrix mit 2 Zeilen, einer Spalte, ein Spaltenvektor. Und das können wir jetzt füllen. Zeile mal Spalte, 3 mal 3 sind 9, minus 2 mal 4, also 9 minus 8. Hier oben kommt 9 minus 8, rein sind 1. Der mal den plus der mal den. Zeile mal Spalte, analog zum Skalarprodukt. Beim Skalarprodukt haben Sie Spalte mal Spalte. 1, 2 oder 2, 2, 3 mal 4, 5, 6 oder sowas. Das war das Skalarprodukt. Spalte mal Spalte. Hier habe ich jetzt Zeile mal
Spalte. Sieht aber verdächtig ähnlich aus. So, das ist für den oben und unten habe ich 5 mal 3 plus 1 mal 4. Also 15 plus 4 macht 19. Das käme oben raus. Hier, das ist überraschend. Ein Zeilenvektor, bisher hatten wir nur Spaltenvektoren, ein Zeilenvektor, links eine 3, rechts eine 4. Vielleicht sollte man Komma dazwischen machen, damit es etwas, oder Semikolon im Deutschen, damit es etwas klarer wirkt. Ein Zeilenvektor jetzt von links an die Matrix dran multipliziert. Das funktioniert. Das hier ist eine Matrix, wenn man so will, mit einer Zeile und zwei Spalten. Das ist ein Zeilenvektor. Eine Zeile, zwei Spalten, wie er da steht. Diese Matrix hat zwei Zeilen, zwei Spalten. Die beiden kann ich multiplizieren und ich kriege raus ein Ding mit einer Zeile und zwei Spalten. Schon wieder ein Zeilenvektor. Rechnung wie gehabt. Zeile mal Spalte, 3 mal 3 plus 4 mal 5, also 9 plus 20, steht hier die 29. Und 3 mal minus 2 plus 4 mal 1, also minus 6 plus 4 sind minus 2. Dann gucken wir uns jetzt ein paar Produkte Matrix mal Matrix an, wie das fingertechnisch aussieht. 1, 0, 0, 1, oh, etwas sauber, Entschuldigung, 1, 0, 0, 1 mal 1, 2, 3, 4, das wird wohl funktionieren, eine 2x2-Matrix mal eine 2x2-Matrix und umgekehrt 1, 2, 3, 4, das sieht so aus wie 12, 34, 1, 2, 3, 4 mal 1, 0, 0, 1. Na, wir gucken uns sofort noch drei weitere an, was hier alles so passiert. Alles 2x2-Matrizen, keine große Panik. 1, 2, 3, 4 mal 0, 1, 2, 3 und umgekehrt 0, 1, 2, 3 mal 1, 2, 3, 4 und hier hätte ich gerne 0, 2, 1, 2. Mal 1, 3, 2, 4. 5 mal das Produkt Matrix mal Matrix. Sie sehen, ich habe hier schon einige Matrizen besonders gewählt. Ich hoffe, dass wir gleich hier so ein paar Sachen ablesen können. Dass es nicht nur ein dummes Ausrechnen ist, sondern dass man sich auch sofort ein paar interessante Zusammenhänge hier klar machen kann. So, überall kommen natürlich 2x2 Matrizen raus. Sicherheitshalber, 2x2, 2x2, die inneren fallen sozusagen weg, es kommt wieder 2x2 raus. Insofern kann man das Muster hinmalen. So, links oben, das ist die erste Zeile, erste Spalte. Für links oben nehme ich die erste Zeile, die erste Spalte. Und bilde dann quasi Skalarprodukt. 1 mal 1 plus 0 mal 3, da steht also eine 1. Links unten, das ist die zweite Zeile, erste Spalte. Zweite Zeile, erste Spalte. Die beiden multipliziere ich. 0 mal 1 plus 1 mal 3, da steht eine 3. Rechts oben, das ist die erste Zeile, zweite Spalte. Erste Zeile, zweite Spalte. Die beiden multiplizieren. 1 mal 2 plus 0 mal 4, da steht eine 2. Und das ist die zweite Zeile, zweite Spalte, zweite Zeile, zweite Spalte. 0 mal 2 plus 1 mal 4, da steht eine 4. Na toll, das ist dieselbe Matrix, die da gestanden hat. Gucken wir uns dann nochmal genauer an. Jetzt die beiden umgedreht. Das werden Sie gemerkt haben, die beiden einmal umgedreht. Andere Reihenfolge. Links oben, erste Zeile mal erste Spalte. 1 mal 1 plus 2 mal 0, da steht eine 1. Links unten. 3 mal 1 plus 4 mal 0, da steht eine 3. Rechts oben, 1 mal 0 plus 2 mal 1, da steht eine 2. Rechts unten, 3 mal 0 plus 4 mal 1, da steht eine 4. So, das Erste, was man hier jetzt sieht, ist die Rolle, das haben Sie gemerkt, die Rolle der Einheitsmatrix. Das ist die Einheitsmatrix. Wird gerne mal E geschrieben, ich schreibe sie gerne wie so eine etwas glorifizierte 1. Die Einheitsmatrix, ich sollte sagen, in 2x2.
Es gibt natürlich auch eine Einheitsmatrix in 3x3 und eine Einheitsmatrix in 1000x1000. Das ist die Einheitsmatrix in 2x2 Format. Wenn Sie mit der Einheitsmatrix multiplizieren, kriegen Sie die andere Matrix zurück. Und es ist egal, in welcher Reihenfolge Sie multiplizieren. Offensichtlich. Gucken Sie sich das hier nochmal scharf an, 2 Minuten, dann sehen Sie, muss wohl so sein, kann nicht anders sein. Die Einheitsmatrix hat die Rolle der 1, wie die Zahl 1. Wenn Sie 3 mal 1 rechnen, kriegen Sie 3 raus. Und wenn Sie 1 mal 3 rechnen, kriegen Sie auch 3 raus. Die Einheitsmatrix ist quasi unsere Zahl 1 in diesem Spiel. Eine quadratische Matrix in der passenden Größe, wie man sie gerade braucht. Hier ist es jetzt 2 mal 2. Und bei der ist es egal, ob Sie von links oder von rechts multiplizieren. Mit einem Körnchen Salz, wenn die Matrix hier nicht quadratisch ist, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Matrix mit 3 Spalten und 2 Zeilen. Inwiefern muss ich dann vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein mit der Einheitsmatrix? So, also wenn Sie hier von links mit einer Einheitsmatrix multiplizieren, dann braucht diese Einheitsmatrix 2 Spalten, weil diese Matrix 2 Zeilen hat. Die Zahl der Spalten links muss die Zahl der Zeilen rechts sein. Diese Einheitsmatrix braucht 2 Spalten. So muss die Einheitsmatrix aussehen, wenn die links daneben steht, also 1, 0, 0, 1. Wenn Sie diese Matrix mit einer Einheitsmatrix links multiplizieren, steht da diese Einheitsmatrix, 1, 0, 0, 1. Was passiert, wenn Sie diese Matrix hier mit einer Einheitsmatrix rechts multiplizieren? Was muss da rein, Einheitsmatrix technisch? Genau sowas. Hier brauchen Sie ja die 3x3 Einheitsmatrix, also 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Hier brauchen Sie ja eine Matrix mit 3 Zeilen. Hier haben Sie eine Matrix mit 3 Spalten, dann brauchen Sie hier eine Matrix mit 3 Zeilen. Also insofern etwas vorsichtig, wenn man sagt, ob man die Matrix, die Einheitsmatrix links oder rechts, dann stellt es egal. Aber vielleicht brauchen Sie ein anderes Format der Einheitsmatrix. Das könnte Ihnen passieren. Also wenn Sie die passende Einheitsmatrix links oder rechts dran stellen in der geeigneten Größe, dann kriegen Sie die Originalmatrix immer wieder raus. Dieses mit links-rechts vertauschen, das sehen Sie hier jetzt aber, das ist leider ein Spezialfall, das klappt nicht immer. Hier habe ich das ja auch, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die linke Matrix wird hier zur rechten Matrix und umgekehrt 0, 1, 2, 3 ausgetauscht. Daran sieht man jetzt ein Beispiel, dass Sie nicht einfach die Reihenfolge austauschen können bei Matrizen. Es klappt, wenn man die Einheitsmatrix dabei hat, aber es klappt nicht im Allgemeinen. Es gibt noch andere Fälle, in denen es klappt, finden wir später nochmal. Es klappt nicht immer. Links oben, 1 mal 0 plus 2 mal 2. 1 mal 0 ist 0, 2 mal 2 ist 4, addieren gibt hier eine 4. Links unten, 3 mal 0 plus 4 mal 2. 1 mal 0 ist 0, 4 mal 2 ist 8. Rechts oben. 1 mal 1 plus 2 mal 3. 1 plus 6. Da steht eine 7. Rechts unten. 3 mal 1 plus 4 mal 3. 3 plus 12 sind 15. So, und jetzt lernt man, der nächste ist nicht derselbe. Wichtig, diese beiden hier sind ungleich. Die Reihenfolge ausgetauscht und jetzt kommt nicht 4, 7, 8, 15 raus. Anders als bei Zahlen. Wenn Sie 5 mal 6 gleich 30 rechnen, dann können Sie auch 6 mal 5 gleich 30 rechnen. Dies, bei Zahlen ist die Multiplikation kommutativ, bei Matrizen ist sie es nicht. Es gibt Spezialfälle von Matrizen, die kommutieren, wie das so schön heißt, wo die Reihenfolge egal ist, aber die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ. Es gilt nicht allgemein, dass die Reihenfolge egal ist. Das sehen wir jetzt hier. Hier kommt jetzt was anderes raus. Hoffentlich zumindest. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Links oben, 0 mal 1 plus 1 mal 3 ist 3. Und damit sind die beiden Matrizen hier schon verschieden. Es kommt wirklich eine andere Matrix raus. Die 3 ist nicht die 4 und damit sind die beiden Matrizen andere. Links unten rechne ich 2 mal 1 plus 3 mal 3, das sind also 2 plus 9 sind 11. Rechts oben rechne ich 0 mal 1 plus 1 mal 4 sind 4. Rechts unten 2 mal 2 plus 3 mal 4, 4 plus 12 sind 16. Also Vorsicht mit der Reihenfolge von Matrizen. Es wird dann klar, sobald man Matrizen als geometrische Transformationen versteht. Wenn Sie erst um die eine Achse drehen und dann um die andere drehen oder wenn Sie erst irgendwie spiegeln und dann drehen, dann ist offensichtlich wichtig, in welcher Reihenfolge Sie das machen. Dasselbe natürlich dann für die Matrizenmultiplikation.
Der letzte hier, das sind die Matrizen wie hier in der Mitte, aber umgedreht und transponiert. Ich nehme diese Matrix nach vorne, ich transponiere sie aber auch. Ich spiegele sie an der Diagonalen und dasselbe mit der hinten. Machen wir das hier nochmal. Links oben steht 0 mal 1 plus 2 mal 2, sind also 4. Links unten steht 1 mal 1 plus 3 mal 2, sind 7. Rechts oben steht 0 mal 3 plus 2 mal 4, also 8. Und rechts unten steht 1 mal 3 plus 3 mal 4. Wir sagen 3 plus 12 sind 15. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich diese angucken und diese angucken? Was ist da passiert? Also die hier ist offensichtlich auch transponiert. Sie nehmen diese hier, spiegeln die an der Diagonalen, die 4 bleibt liegen, die 15 bleibt liegen, die 7 und die 8, sie tauschen die Plätze. Ich schreibe mal daneben Transposition. Die beiden sind transponiert. Versuchen Sie das mal allgemein hinzuschreiben. Was vermute ich jetzt also? Wenn wir das sehen, ich tausche die Reihenfolge der Matrizen, transponiere beide und dann kriege ich das transponierte Produkt. Wie würden Sie das aufschreiben? Ich habe eine Matrix A, ich habe eine Matrix B, ich habe das Produkt A mal B. Was würde ich jetzt vermuten, wenn die Transposition und das Vertauschen vorne ins Spiel kommt? Versuchen Sie mal aufzuschreiben. Okay, was würde man also vermuten? Hier steht B transponiert, wenn man es so schreibt. B transponiert. Da steht A transponiert. Das Produkt aus B transponiert und A transponiert. Und das ist dann, zumindest in diesem Fall, das Transponierte von AB. Hier muss man Klammer setzen. Wenn Sie nur schreiben AB, heißt das, Sie multiplizieren A mit dem Transponierten von B. Sie müssen Klammern setzen, um klarzumachen, das Produkt und dann transponieren. Das würde man jetzt vermuten. Und man kann es nachrechnen oder sich anders überlegen, ja, das wird wohl gelten. Also, wenn Sie das Produkt transponieren, kriegen Sie dasselbe, als wenn Sie die Transponierten umgekehrt multiplizieren. Das ist so ein gewisser Zusammenhang zwischen vorwärts und rückwärts multipliziert, aber Sie sehen, da ist die Transposition drinnen. Das nervt natürlich. Es steht nicht, dass B mal A dasselbe ist wie A mal B, sondern hier steht, okay, wenn ich passend noch hin und her spiegle, dann stimmt es. B transponiert mal A transponiert ist AB transponiert. Jetzt aber nochmal, dieser hier ist ja das Transponierte von B. Sie nehmen diese Matrix, spiegeln an der Diagonalen. Stürzen, so schön heißt. Dieses hier ist von A das Transponierte, diese Matrix, gestürzt. Und dieses hier ist von dem das Transponierte, also vom Produkt das Transponierte. Das würde man erwarten. Und das gilt natürlich allgemein, diese Gesetzmäßigkeit. Aber Sie können nicht allgemein austauschen. Es ist nicht Matrix A mal Matrix B immer gleich Matrix B mal Matrix A, sehen Sie hier dran. Ganz großes Ausrufezeichen. Das Matrizenprodukt ist nicht kommutativ.